jetzt sind wir in einem. Da ist was. Wo du mir gerade angeguckt hast, ne? Nee, ne? Ist offen. Ja. Wir sind nicht eingraffiert. Wir sind hier in einem Bunker, wo sonst niemand drin ist. Nein. Unfassbarer Bunker. Ja. Dranbleiben, wenn ihr sehen wollt, wo da hingeht. Genau. Okay, okay, Mann. Ehemaliges militärisches Unternehmen vor der Liegenschaft erhebliche Gefahren für Leben, Gesundheit und insbesondere Bauwerke, Untergrundanlagen, da haben wir doch schon wieder, unterirdischen Anlagen. Also auf so ein Schild sind wir noch nie getroffen. Nee. Rein in die Zone. Welche ist die schlimmste Zone? 2. Erhöhtes Risiko. Ich würde rot sagen. Okay. Rot ist immer am schlimmsten. Also das ist alles sehr suspekt hier. Schutzzoneneinteilung dieses Gebietes. 1, 2, 3. Dort, wo uns Gelb. Karten hinführen wollte, genau. Also die App, ein riesengroßer grüner Zaun. Das ist hier mitten im Wald, da war wirklich im Nirgendwo. Ein Riesenhaus und große Hallen. Und dort wird der Zaun erweitert von diesem Gebiet. Da sind so, naja, was ist das? Das sind doch so eine Rollen für Zäune, oder? Zaunrollen sind das. Oder aus Magnesiumwolle. Ein Funke reicht und der Wald. Magnesiumwolle. Guck mal, das ist doch auffällig. Naja, mitten im Wald Straßenbegrenzungspoller. Stehen so eine Straßenbegrenzungspoller und beginnt eine gepflasterte Straße. Ja. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Also da wohnt, wenn dann wohnt da auf jeden Fall der Oberförster. Oder der Oberprepper. Da geht's los. Wir werden das Mysterium dieses Waldes lösen. Erforschen. Lüften. Wir haben ein bisschen Angst, dass es dunkel wird, bevor wir wieder einen schönen Schlafplatz haben. Gut, für dieses Gebiet haben wir jetzt 3 Stunden, dann wird's dunkel. Dann ist es dunkel. Nicht dann wird's dunkel, sondern. Na, 6 Uhr rum, ne? Ja, dann ist es dunkel. Also wir haben hier so ein bisschen das Bauchgefühl, dass es gleich was Besonderes wird. Irgendwie fühlt sich das hier alles sehr seltsam an. Durch diese Zonen, durch diesen riesen Prepperbau vorne, also wir vermuten Prepper. Und jetzt sind wir in einem. Da ist was. Gebäude, okay. Wo du mich gerade angeguckt hast, ne? Nee, ne? Ist offen. Ja. Keine Euphorie. Keine Euphorie. Das war sehr seltsam, gerade hierher zu kommen. Alter, was ist denn das für ein seltsamer Oberbau in so einem. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll jetzt eigentlich. Da geht's runter. Hoffentlich ist da nicht zu. Und das habe ich auch noch nicht gesehen, dass das als Blockhaus getarnt ist. Ne? Ja, ja. Wir gehen jetzt da runter. Okay. Aufgeregt? Ja, ein bisschen. Total, oder? Weil das so krass getarnt ist mit einer Blockhütte. Vielleicht ist das heute unser größter Fund. Jetzt gehen wir rein, oder? Ich sag dir, nach 3 Metern ist Schloss. Oh, halt's Maul, Alter. Das sieht richtig krass aus. Die Blockhütte ist einfach so fett. Ja. Das ist einfach eine Blockhütte. Aufgebaut. Guck mal, hier war noch eine Schiebetür vorne, glaube ich. Ja. Ich werf mal. Scheiße. Schluss? Nee, links und rechts geht was weg, aber hinten ist erstmal Schluss. Okay. Schluss? Nee. Weit. Fuck. Alter. Soll ich direkt vor? Guck dir mal die Tür an. Halt mal. Das sieht so aus. Guck mal. Das. Ja. Ey, hier ist noch nie einer gewesen. Also keiner, der sprüht, oder? Keiner, der sprüht. Belüftung. Wir gehen erstmal weiter, oder? Weil wir so aufgeregt sind. Ja. Klo? Ich finde die Deckenhöhe schon krass. Ja. Weil das ist schon was für jemanden, der sich nicht bücken möchte. Ja, also, ey, klar. Weil Oberbefehlshaber. Ja, wenn die irgendwann in den Raum reinkommen, wo der drin sitzt, dann wird das auch eine Tapete sein. Alter, hier ist nichts beschmiert. Hier hat einer drin gepennt. Also ich finde jetzt schon sensationell. Der ist immer gut. Hier ist ja wirklich nichts beschmiert. Ach, hier ist nie einer drin gewesen. Jedenfalls nicht Sonne-Leute. Genau, nicht Sonne-Leute. Unser Listenersteller, der war hier drin.
Und der Typ, der hier drin gepennt hat, kurz. Wow, was ist das da für Anschlüsse? Sieht aus wie Starkstrom. Das ist Starkstrom, aber richtig dick Starkstrom, ne? Oh, hier ist eine Tür. Waren wir da gerade? Ja, ist ein Raum. Geht ein dickes Rohr durch, oder? Hm? Geht ein dickes Rohr durch. Oh, hast du ein Licht, ey. Hier geht's nicht weiter bestimmt. Oh, da geht's noch weiter. Hier waren nicht viele Leute drin. Hier ist auch nicht mal Feuchtigkeit durchgekommen oder so. Ist das geil? Ey, hier geht's nach rechts weiter, ne? Gucken wir mal, wie weit oder was? Guck mal. Kleine Schweinsnase. Aber russisch wieder, ne? Alles russisch hier. Gut Ausstieg. Also hier geht's 3 Meter nach oben und dann ist eine Klappe. Ah, das ist Luthorsteg. Ja. Da machst du dir nichts vor, Alter. Oh, da hängt ein Schloss. Hier ist bestimmt zu Ende. Nee, glaube ich nicht. Hier ist ein Ausgang. Ah, hier sind 2 Ausgänge. Warte, wart schon? Ja. Wart leider schon. Ja, die gehen ist doch scheißegal. Alter, ey, das ist doch scheißegal. Krass, ne? Die haben noch 2 andere Punkte, weißt du, wie geil die sind. Hier sind nicht ein Graffiti. Aber weißt du was? Wie geht es denn das aus hier? Ja. Vorne haben wir aber noch einen Raum auf jeden Fall noch nicht angeguckt. In der Tasche, Alter. Hier ist der große Raum. Das ist wirklich ein großer Raum. Das ist da, wo der Typ saß. Das ist hier, wo der Typ saß. Büro. Das Büro von dem Typen. Haben wir angeguckt, aber ganz vorne haben wir einen Raum ausgelassen, ne? Das sind die ganzen Büros von den ganzen Unter... Die Deckenhöhe. Man kommt sich vor, als wenn man im normalen Gebäude wäre, bloß dass es keine Fenster gibt. Hier waren wir drin. Achso, einmal noch gucken, wa? Ja. Technikraum, Belüftung. Oh ja, schöne dicke Filter. Umweltanlage hier. Ja, so. So eine Revisionsklappe für die Belüftung, die machen wir jetzt mal auf. Was hat man hier mit gemacht? Und? Drin. Bewegt man da was? Ja. Ja, tatsächlich, guck mal. Den Druck. Das ist geil. Ist ja geil. Warte mal ruhig. Kommt hier noch, ne? Warte. Mach mal leise. Wir sind, ne? Ah, ist der Arsch auf Grundriss gerade gegangen, Alter. Guck mal, da unten geht's doch cool, ne? Oh, hier ist ein ganz dicker Schalter. Ich glaube, wir machen das Ding an jetzt hier. Guck doch mal. Ignition and liftoff of Ares 1X. Unberührt, ja. Das unfassbar. Da hat eine Block, der drunter steht, ne? Unfassbarer Bunker. Ja. Also nicht groß oder nicht irgendwie, aber... Unberührt. Die,
Das Umfeld, eine Blockhütte drüber gebaut. Wenn hier Leute waren, dann waren es richtig tolle Urbexer. Und die Blockhütte ist nicht neu oder so, ne? Das wurde grün angestrichen, ne? Das ist aus der Zeit. Okay. Wie der abgetarnt ist hier. Der ist so geil, Alter. Das habe ich nicht gedacht. Hier, um mal, wie das abgetarnt ist, mal zu zeigen. Innen drin gemauert, außenrum Tarnung, Blockhütte. Also, wo du mich angeguckt hast, ne? Und so. Ja. Nee, ne? Sag jetzt nicht, dass da ein Eingang ist. Gut. Wir gucken uns jetzt noch das Gebiet an und genießen noch ein bisschen das Gefühl. Ja. Und das war echt, das war was Besonderes. Das war was Geiles, weil da nicht so viele drin waren. Wir gucken jetzt eben mal noch schnell das Gebiet an. Jetzt haben wir gerade noch mal die Eingänge von außen gesucht. Ja. Verarschen die ja da. Wir sind anscheinend noch nicht fertig. Wir dachten gerade, wir gehen und dann haben wir hier diese, hier geht's rein. Hast du recht. Da drüben geht's noch mal rein. Oder geht's tief runter? Da drinnen ist noch mal, warte mal kurz. Bunker, ganz sicher. Nee, hier ist nichts. Oh doch, jetzt weg. Jetzt noch ein. Also, es ist noch mal unterirdisch was los hier. Ja, das ist nur der Notausstieg, ist nicht der Haupteingang. Wisst ihr, wen wir hier brauchen, Falk? Rat mal. Rufus TV. Richtig. Und da ist ja auch wieder grüne Farbe unten. Jo, das ist ein zweiter Bunker. Wir sind in den zweiten Teil nicht reingekommen. Und weil wir noch einen Bunker auf der Liste haben, nehmen wir einfach den nächsten. Das war gerade schon wieder eine richtig geile Erfahrung. Ja, das stimmt. Man kriegt immer mehr Erfahrung, wo irgendwas stehen könnte. Das war gerade so eine coole Erfahrung und auch viel Arbeit. Also da war ja auch viel Arbeit gerade mit dabei. Aber das hat sich gelohnt, wie wir diese Hütte gefunden haben. Ja. Richtig krass. Weißt du, was witzig ist? Wenn das aufregend und spannend ist, nicht wie so ein vollgeschmierter Kackbunker, wo wir in jede Ecke irgendwie was zum Gackern haben. Das ist ja klar. Wenn das aufregend ist, dann sind wir fokussiert, ne? Ja, warum? Da kommt nichts Lustiges bei rum. Ja, irgendwie weil das ja völlig auch der Fokus, der Radar ist an. Ja, na klar, weil der auch, du musst ja auch, die Sinne sind einfach 120% geschärft. Wir hatten gerade keinen Spaß. Das war einfach nur geil. Wir hatten keinen Spaß. Das war nicht lustig. Also wir haben halt überhaupt keinen Spaß gehabt. Heute haben wir keinen Spaß gehabt. Nee, gar nicht. Nein. Jedenfalls, wenn ihr Spaß beim Zugucken hattet, ein Däumchen da lassen und natürlich am liebsten ein Abonnement. Ein Abonnement. Und wir wünschen euch viel Spaß beim nächsten Video. Da laufen wir jetzt hin. Ja. Und wir sehen uns am nächsten Spot.